Es kommt regelrecht ein Trend auf, dass das Auslassen von Mahlzeiten immer das Optimum sein soll für jeden. Das kann auch definitiv der Fall sein für den Einzelnen, doch wenn man sich dazu zwingen soll, mehrere Stunden zu hungern und das jeden Tag, dann ist das oft nicht das Richtige und der richtige Weg für die Mehrheit. Diese Studie war mit der Auslöser, wieso ich wieder von 2 auf 3 Mahlzeiten hochgegangen bin, und ich hoffe, ich kann dich inspirieren, dies zu überdenken, denn die Daten, die ich euch gleich zeige, haben es wirklich in sich, die ich für euch aufgearbeitet habe. Ich würde mich freuen über eine positive Bewertung, wenn du was mitnehmen kannst und vor allen Dingen auch am Ende des Videos mal in die Videobeschreibung schaust, denn da unterstützt du mich ganz besonders. In einer neuen Studie, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde mit knapp 24.000 Probanden, die über 15 Jahre begleitet wurden, zeigt sich ein ganz anderes Bild, was einst angenommen wurde. Der Titel der Studie lautet wie folgt: Das Auslassen von Mahlzeiten und kürzere Essintervalle sind mit einem höheren Sterberisiko für alle Ursachen und kardiovaskulären Erkrankungen verbunden, und das unter US-Erwachsenen. Man kann natürlich sagen, dass man dies nicht so pauschalisieren kann, da Alter, Geschlecht, Bildung, Rauchen und so weiter dort eine Rolle spielen. Genau das haben sich die Studiendesigner auch gedacht und vorgearbeitet. Um diese Studie so kausal und aussagekräftig wie nur möglich zu machen, und das haben sie geschafft. Ein Beispiel möchte ich euch jetzt hier bringen. Hier sieht man die Gruppen, ja, die nur eine Mahlzeit am Tag aßen. Dort waren auch die meisten Raucher zusammengefasst. Doch die Antwort heißt Multiple Cox Propagation Hazard Regression Models. Doch was heißt das jetzt genau genommen für die Studie und für euch? Es ist ein Verfahren, das erlaubt, die einzelnen Variablen, wie zum Beispiel Rauchen, Alter, Herkunft, zu ermitteln und in Relation zu setzen, welche Auswirkungen diese auf die Studie und auf die Lebensdauer der einzelnen Probanden haben. Man nennt dies auch in der Statistik Überlebenskurve der einzelnen Probanden je nach Gegebenheiten. Zum Beispiel, um es mal ganz einfach zu machen, wurde hier in der Studie 3 Modelle ausgewählt. Ich zeige euch jetzt, wieso das so gemacht worden ist. Wir sehen hier, Gruppe 1 wurde zusammengefasst, Geschlecht, Alter und so weiter. Gruppe 2, Rauchen, Einkommen, Bildung und so weiter. Gruppe 3 für Diabetes, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte. Alle diese Menschen kamen in diese Gruppe 3, hier als Model 3 bezeichnet. Das heißt, es wurden Untergruppen gebildet, um zu sehen, wie viel einzelne Parameter wie Bildung, Alter, Rauchen und so weiter Einfluss nehmen auf die Ergebnisse. Das fand ich richtig genial. Ich zeige euch jetzt genau, warum das so genial ist. Dazu müssen wir verstehen, jede Zahl über 1 heißt erhöhtes Risiko. Beispiel: 1,5 bedeutet, die Menschen haben mit der Lebensbedingung, die sie jetzt gerade vornehmen, und einer Mahlzeit am Tag zum Beispiel, ein 1,5-fach höheres Sterberisiko. Das bedeutet 1,5. Man kann auch sagen, 50% höheres Risiko. Alles unter 1, genau das Gegenteil. 0,5 bedeutet dementsprechend halb so hohes Sterberisiko. Hier sehen wir die Zahlen, die ich Schritt für Schritt mit euch zusammen durchgehe, damit es jeder Einzelne von euch versteht und den Nutzen für sein Leben herausziehen kann. Oben sehen wir 1, 2, 3 und mehr als 4. Das sind die Mahlzeiten, die die Menschen in den Gruppen gegessen haben pro Tag für die 14 Jahre. Links sehen wir unsere Gruppen als Model beschrieben. 1, 2, 3. Die ich hier nochmal einblende. Gruppe 1 war unterteilt, Geschlecht, Alter und so weiter. Wir sehen, dass die Gruppe 1 mit nur einer Mahlzeit einer Zahl von 1,69 erreicht. Und damit, was wir gelernt haben, ein 1,69 mal höheres Risiko oder auch einfach 69% höheres Risiko hatten, früher zu sterben innerhalb von 14 Jahren, wenn sie nur eine Mahlzeit am Tag aßen. Gruppe 2 hatte nur ein 21-fach höheres Risiko zu sterben mit einer Mahlzeit am Tag, obwohl dort die meisten Raucher mitunter gefasst waren. Und das meine ich, wieso diese Studie so gut war, um dies nicht alles auf die Raucher abzuwälzen, ja, diese erstaunlichen Ergebnisse hier. Und die Gruppe 3 mit Cholesterin, Bluthochdruck, Diabetes und so weiter hatten ein 30% höheres allgemeines Sterberisiko innerhalb von 14 Jahren durch nur eine Mahlzeit am Tag. Die Schlussfolgerung ist klar, dass egal welche Gegebenheiten die Menschen haben oder nicht haben, eine Mahlzeit am Tag war für alle Gruppen mit einem erhöhten Sterberisiko assoziiert. Für Gruppe 1, die jetzt 2 Mahlzeiten statt nur einer aßen, war das Sterberisiko deutlich und teilweise nicht wirklich signifikant, nur bis zu 6% höheres Risiko assoziiert.
Geht man jetzt noch weiter über vier Mahlzeiten am Tag, dann sieht man den Trend, der sich fortsetzt, und zwar, dass das allgemeine Sterberisiko immer weiter sinkt, proportional je mehr Mahlzeiten am Tag gegessen wurden. Ich möchte euch noch eine weitere Abbildung zeigen, denn es könnte ja sein, dass dies nur zufällig passiert ist und diese Menschen öfter getötet worden sind oder vom Blitz getroffen worden oder wie auch immer. In der nächsten Abbildung sehen wir die Häufigkeit von kardiovaskulären Todesfällen innerhalb von 14 Jahren der Probanden. Wir sehen hier exakt den gleichen Trend wie für die allgemeine Sterblichkeit. Je mehr Mahlzeiten gegessen werden, desto niedriger das kardiovaskuläre Sterberisiko. Was ebenfalls sehr interessant ist, die Kalorienmenge muss doch hier betrachtet werden, oder? Wer vier Mahlzeiten oder mehr isst, nimmt doch auch wahrscheinlich mehr Kalorien zu sich über den Tag, oder? Genau das wurde in der Studie ermittelt und wir schauen uns das auch mal gemeinsam an. Wir sehen, nahmen die Menschen mit nur einer Mahlzeit ca. 1700 Kalorien zu sich und die mit knapp vier ca. 2200 Kalorien zu sich. Wieso zeige ich euch das? Weil man ebenfalls öfter sagt, dass weniger Kalorien eher mit Langlebigkeit verbunden werden. Dem scheint aber nicht so. Es scheint eher wichtig zu sein, regelmäßig zu essen und den Körper dabei nicht zu stressen und keine leeren Kalorien zu essen, sondern seine Nährstoffe, vor allem die kritischen Nährstoffe, wirklich abzudecken. Ich möchte nochmal genauer darauf eingehen, welche Mahlzeiten die größte Auswirkung haben auf das Sterberisiko. Fangen wir chronologisch an mit dem Frühstück. Wie erhöhte sich in der Studie das allgemeine Sterberisiko und das durch kardiovaskuläre Erkrankungsrisiko und Sterberisiko dadurch ja innerhalb von 14 Jahren in allen Gruppen? Wir sehen, dass es keine Gruppe gibt, in der nicht das allgemeine oder das kardiovaskuläre Sterberisiko nicht angestiegen ist. In jeder Gruppe steigt das Risiko durch das Weglassen des Frühstücks genau genommen. Das gleiche gilt übrigens auch für das Weglassen des Mittagessens. Und exakt das gleiche galt ebenfalls für das Abendessen. In jeder Gruppe stieg das Sterberisiko durch Weglassen einer dieser Mahlzeiten. Wir zoomen mal etwas raus. Wie wir sehen, scheint es ja die höchste Korrelation zwischen Sterberisiko zu geben, wenn das Frühstück weggelassen wird am Tag. Leider das, welches die meisten tatsächlich auch nicht essen. Anschließend machen wir mal eine Zusammenfassung. In einer großen prospektiven Studie an US-Erwachsenen im Alter von 40 Jahren und älter war das Essen von einer Mahlzeit pro Tag mit einem erhöhten Risiko für die Gesamt- und kardiovaskuläre Mortalität in Verbindung gebracht. Das Auslassen des Frühstücks war mit einem erhöhten Risiko für die kardiovaskuläre Mortalität verbunden, während das Auslassen des Mittagessens und des Abendessens mit einem erhöhten Risiko für die Gesamtmortalität verbunden war. Viele fragen sich sicher, warum dies so sein kann. Fasten kann auch gut sein, aber wahrscheinlich eben nicht jeden Tag. Ein Grund, wieso die Ergebnisse so ernüchternd sind, möchte ich euch erneut von noch weiteren Studien zeigen, um euch hier einmal abzuholen. Der Titel lautet: Auswirkung einer reduzierten Mahlzeitenfrequenz ohne Kalorienrestriktion auf die Glukoseregulierung bei gesunden, normalgewichtigen Männern und Frauen mittleren Alters. Was heißt das Ganze? Hier wurden verschiedene Gruppen gebildet, eine mit einer Mahlzeit, eine mit mehreren Mahlzeiten, mit drei Mahlzeiten. Und dann wurden diese Menschen ebenfalls auch gleichkalorisch behandelt. Die haben die gleichen Kalorien auch gegessen, wie die in einer Mahlzeit und die wie in drei Mahlzeiten. So, und das dementsprechend mit gesunden Menschen, Männern und Frauen. Das Ganze war auch eine randomisierte Studie, das heißt hohe Aussagekraft und das Ganze ging auch über zwei Monate. Wie wir hier eindrücklich sehen können, ist der Blutzucker in der Gruppe, die nur einmal gegessen hat, signifikant höher gestiegen als in der Gruppe, die drei Mahlzeiten am Tag aßen. Woran könnte das liegen? Das liegt daran, wie wir hier sehen können, dass der Parameter Bauchspeicheldrüsenaktivität herabgesetzt war in der Gruppe, die nur eine Mahlzeit am Tag aß und statistisch signifikant, so wie der Zucker quasi auch im Blut statistisch signifikant gestiegen war. Ja? So, ein weiterer schlechter Trend ist der Verlauf des Ghrelins, auch das Heißhungerhormon genannt. Das ist extrem erhöht, zunächst in der Gruppe, die nur eine Mahlzeit am Tag aß. Und dann fällt es quasi in den Keller, wohingegen es in der Drei-Mahlzeiten-Gruppe viel konstanter und stabiler ist. Das ist auch gleichzeitig mit Stress assoziiert. Und Stress führt dazu, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Und Cortisol erhöht wieder den Blutzucker, weil es ein Stresshormon ist und dich quasi befähigt, aktiv zu sein, da immer mehr Zucker aus der Leber ins Blut geschüttet wird, weil dein Körper denkt, dass du vielleicht vom Säbelzahntiger wegläufst. Ja. Das ist sicher kein Einzelfall. Auch das möchte ich wieder kausalisieren aus einer anderen Studie.
Hier ein Ausschnitt aus einem früheren Video von mir, wo ich schon vor 3 Jahren vor diesem Trend gewarnt habe und es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Ohne jetzt zu kommentieren, zeige ich euch ein Bild aus einer Studie, in denen Probanden 3 Mahlzeiten am Tag bekamen oder 6. Und links ist die Abbildung, zeigt den Blutzucker, welcher sieht jetzt gesünder aus? Wir sehen in der Low-Gruppe hier deutlich mehr Auf- und Abs. Und das gleiche Muster auch rechts daneben in der Insulinkonzentration. Das heißt, in der 3-Mahlzeiten statt in der 6-Mahlzeiten-Gruppe sind viel, viel mehr Auf- und Abs, Auf- und Abs, Auf- und Abs in deinen Blutzuckern zu vermerken. Ich habe aus verschiedenen Regionen versucht, Studien zu sammeln. Und auch in einer Studie mit Frauen, die einen vergrößerten Eierstock hatten. Hier sehen wir, dass in der 3-Mahlzeiten-Gruppe die gefasteten Insulinwerte gestiegen ist und in der 6-Mahlzeiten diese gesunken ist. Und auch der HOMA-IR-Wert, das heißt der Insulinresistenzindex, klar gesunken ist. Und damit die Insulinsensitivität in den 24 Wochen der Studie in den 6-Mahlzeiten-Gruppen begünstigt war über der 3-Mahlzeiten-Gruppe am Tag. Auch in einer anderen kleinen Studie konnte gezeigt werden, mit Diabetikern, dass viele kleine Mahlzeiten den Blutzucker sehr gut schützen vor Schwankungen und 3 große Mahlzeiten zu deutlich mehr Ungleichgewicht führten und auch in den letzten Abbildungen die Insulinsensitivität eher abnahm. Abschließend ist jetzt der Zusammenhang sehr einfach zu verstehen. Denn Diabetes erhöht dein kardiovaskuläres Risiko um den Faktor 7,7 Mal und damit am meisten von allen hier aufgeführten Risikofaktoren in der Studie, wie zum Beispiel Rauchen oder Bluthochdruck oder BMI. Nichts ist so schädlich wie der Diabetes oder dein gestörter Zuckerstoffwechsel. Ja? Und von daher denke ich, wird das hier die Ursache sein. Danke für die Aufmerksamkeit und ich zähle auf dich. Wir sehen uns im nächsten Video.